Moin, moin, meine Freunde und Freunde der geliebten Abendunterhaltung. Wir spielen auf der Nintendo Switch wieder mal Dark Souls, beziehungsweise das dritte Mal. Und ihr müsst es mir verzeihen, ich habe bei dem Spiel ein wenig vorausschauend gespielt. Ließ sie nicht anders machen, denn ich wollte ein bisschen meine Kampftechniken lernen und das habe ich jetzt getan. Also von daher, nehmt es mir nicht übel, so ist es einfach. Aber ich habe auch ein bisschen rumgeforstet, das heißt, ihr verpasst nichts von der Story, die Story bleibt gleich, alles bleibt gleich, aber ich habe ein, zwei Sachen gefunden, die kann ich nicht wiederbeleben, sodass ihr die sehen könnt, aber wir gehen jetzt einfach zusammen hier hoch und gucken uns das Ganze mal an, pass auf. Also, dieser Weg führt nach oben, so wie der kleine Ritter da hinten das erzählt hat, der da sitzt, und neben ihm geht eine Treppe nach unten. Ich denke, wir gehen erstmal nach oben, ich habe versucht, die Skelette da hinten fertig zu machen, habe ich auch ein, zwei Mal geschafft, aber die sind noch ein bisschen zu stark und meine Kampftechniken sind auch nicht so super, aber... Hier oben sind auch ein paar Gegner, die sind leichter zu killen. Das machen wir jetzt mal. So wie er hier zum Beispiel. Oh, warum gehen hin zu ihm? Wollte ich gar nicht. Na egal. Haben wir ihn tot? So. Da ist noch einer. Und da oben wirft einer mit Feuerbomben gleich. Müssen wir schon aufpassen. Und wer ist mit ihm hier in Angriff, der da runterkommt? Komm her. Oh, wieder so einer. Der macht einen riesen Katzensprung da. Bin's ja wohl. So, es ist auch nicht so schwierig eigentlich. Ich kann mal was trinken kurz, sicherheitshalber. Da oben wirft bloß gleich Feuer, deswegen müssen wir ein bisschen fluxig sein. So, dann kommt der Ritter zu uns. Oh, was mache ich denn? Ich wollte zurückspringen. So. So. Oh, hier kann man plündern sogar. Kleine Scherbe, okay. Was immer wir damit machen können? Wir haben eine kleine Scherbe gefunden. So, jetzt rennen wir doch mal schnell hoch. Ich trinke mal kurz was. Ich will gar nicht so viel Energie verbrauchen. Es war ein bisschen leichtsinnig gekämpft gerade, muss ich zugeben. So. Dann müssen wir auch mal ganz hoch und den anderen locken, der da hinten kommt. So, dann kommt er nämlich daher, weil sonst, wenn ich da oben bin, habe ich auf einmal drei Gegner. Und nicht so easy. So, kommt her, du. Er hat eine fette Axt. Ob er keinen Schaden nimmt von dem Feuer, verstehe ich immer noch nicht. Jetzt können wir uns um den Feuerteufel da kümmern. Ah, Mist. So. Hier unten unter dem Aquädukt habe ich einen Ring gefunden. Und zwar ist es der Ring. Boah, was ist das für ein Ring? Warte, dann können wir reingucken. Das ist der... der Ring der Opferung. Den habe ich da gefunden. Den... Würde ich jetzt aber nicht nutzen wollen, denn den nutzt man immer nur, wenn man mal gestorben ist und zurückrennen will zu seiner Beute. Und damit, falls man da nochmal sterben sollte, könnte man den Ring benutzen, dann stirbt man nicht. Aber den kann man nur einmal benutzen, deswegen werden wir ihn dann auch nur einmal anziehen. So, da oben ist auch ein so ein Hi-O-Pi. Oh, ich bin noch im Menü drin. War noch im Menü drin, das war natürlich dumm. Das war natürlich blöd von mir, noch im Menü rumzuplündern. Machen wir schnell was. So, gehen wir mal hier hoch. Hinkommen. So. Hier, glaube ich, war eine Ratte drin. Hier. Oh! So. Seele von der Ratte. Dann geht's weiter. Schauen wir, wo wir landen. Oh, guck mal hier. Hier ist eine Tür. Die lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Jetzt soll ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß ja nie, wo da Gegner kommen. Oh, guck mal, hier irgendwie so was runtergerollt hier. Oh, guck mal. Da steht noch einer. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man in diesen Kisten was finden kann. Also hier ist irgendwie ein kleiner Weg, wo man runterhüpfen kann. Das habe ich auch schon gesehen. Müssen wir jetzt aber gar nicht runter, glaube ich. Doch. Oh, da kommt noch einer. Den nehmen wir noch mit. Das ist schon wieder so ein Brandbomben-Heini.
Das ist ein bisschen nervig. So. Der ist erledigt. Nein. Also hier kommt man auf jeden Fall durch. Eieiei. Mal aufpassen hier, ne? Noch jemand drin? Nicht. Weiß nicht, ob diesen Kisten was drin ist. Keine Ahnung. Spielt's ja jetzt auch nicht. Hab's ja, wie gesagt, noch nicht so oft gespielt. Hier ist eine Treppe. Aber da komme ich nicht mehr hoch. Die ist kaputt, die Treppe, ne? Ah, okay. Hm, schade. Gewesen, da hochzukommen. Wo kann man da raufspringen? Man kann ja auch springen im Spiel. Ganz bescheuert. Man muss laufen und dann nochmal A drücken und nochmal A. Also. Also. Ich komme trotzdem nicht hoch, ne? Man kommt da trotzdem nicht hoch. Schade eigentlich. Na gut. Oder vielleicht mit einem engen Special Move da. Keine Ahnung. Hier geht's runter. Da können wir nicht hin. Aber hier, das würde mich nochmal interessieren. Hier kann ich ja auf jeden Fall runter. Sehe ich. Da kann ich auch runter. Da hängen noch zwei Leute. Da kommt der Hund, okay. Nein! Oh nein! Oh! Eieiei! So, dass ich nicht draufgegangen bin. Ja, was trinken hier? Ich wusste jetzt nicht, dass die beiden da hochkommen. Auch rüber. Wo geht's denn hier hin? Na? Hier runtergehen? Hängt noch einer. Lass runtergehen, du Spinner. Oh nein! Uff, uff. Okay. Wer da runtergefallen ist, der lebt bestimmt unten jetzt irgendwo weiter. Und wer auch da runter? Man kann ja, ich kann ja nicht irgendwo runterhüpfen. Das funktioniert nicht, aber da kann ich runter. Aber wo geht's hin, ist die Frage. Da geht's nur einen Abgrund runter, okay, da gehen wir nicht runter. Hier kann man zwar auch nicht ganz runterhüpfen, naja gut. Gehen wir nochmal hier rein. Was war das denn? Da war eine Leiter? Bin ich da? Kann ich. So, kann ich hoch, okay. Aufklettern, klar. Der Gegner? Da sitzt einer da hinten. Da hinrennen und ihn töten. Okay. Oh, nix. Gut. Okay, jetzt sind wir hier auf der Mauer. Da unten läuft da noch einer. Komm mal zu dem hin. Kann hier runterspringen wahrscheinlich. Sehe ich das? Da ist er. Warte. Da, von oben gekillt. Drop down death. Schlag. Super gut. Oh. Komm mal rein. Achso, da hängt jemand, okay. Oh, Seelen, das ist gut. Wenn man diesen Seelen, die kann man dann benutzen. Und dann erhöht man unten seine Seelenstärke und damit kann man wieder sein Attribut erhöhen. Das machen wir nachher auch immer. Wenn wir wieder an einem Feuer ankommen sollten. Bevor ich hier nicht sterbe oder so. Da kann man nicht durch. Vielleicht dass man vielleicht da irgendwie. Das kann man nicht. Gut. Hier raus. Jetzt drin. War doch schon. Da war doch irgendwo noch ein anderer Weg gerade eben, ne? Ich weiß nicht, wo der war. Müssen wir mal kurz gucken. Wo war denn der andere Weg? Hä?
Weg noch gesehen. Da bin ich verkehrt. Oh, es knallt hier draußen bei uns. Die ersten Feuerwerkskörper. Super. Ist ja auch erst gerade im Oktober. Geil, warte mal. Wo war denn der Weg jetzt? Irgendwie blöd. Ich habe doch gerade eben noch irgendwie einen anderen Weg gesehen. Gut, müssen wir nochmal hier zurückgehen. Irgendwo war da ein Weg, bin mir ganz sicher. Ah, ich weiß jetzt wieder wo. Okay, Entschuldigung. Mal hoch hier. Meine. Mal runter. Hier hoch. Und dann da, genau, da war der Weg, dieser Nebelweg da. Das ist ja wieder das, entweder füllt uns das zu einem Feuer oder direkt zu einem Endgegner. Ich hoffe mal nicht zu einem Endgegner. Denn das wäre ja schlecht. Dann haben wir schon so viel gesammelt. In. Trotzdem mal rein. Gucken, was das hinbringt. Seele, okay. Alles kaputt hier, was es gibt. Auf jeden Fall Schritte da draußen. Welche? Kann ich, glaube ich, nicht runterhüpfen, oder? Oder kann ich? Kann ich wahrscheinlich schon. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht. Das sind ja die Leichen, die ich umgebracht habe, oder? Der Weg darüber, genau. Und da rein. Ach so, okay. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist da denn? Alter, ein fetter. Ein fetter, fetter Drache. Ey, war das ein großer Drache gerade. Da sind keine mit. Sind überall Gegner. Keiner mit einer Armbrust oder so. Hi. Ja, warte mal, wie der kommt. Ja, der ist tot. Wir müssen natürlich aufpassen, sonst der uns irgendwie nicht erwischt. Den anderen hinter. Da ist noch einer hinter dieser Angst, oder? Wo ich herkomme? Was hier? Super. Okay, also da oben ist noch ein Schütze. Kriege ich ja wahrscheinlich von hier gar nicht. Die Frage, wie wir zu dem hinkommen, ohne beschossen zu werden. Wie es mit denen da auf der Mauer da aussieht. Die können da gar nicht rüber, okay. Kann ich da reingehen einfach, ohne dass mir das passiert? Okay, die sind gekillt. Wo ich hin muss. Ah, da ist ein Feuer. Das heißt, hier können wir wieder anfangen, ne? Okay, dann entzünden wir mal ein Leuchtfeuer. Okay, das heißt jetzt natürlich auch. Achso, so nur entzünden, das heißt, die sind noch nicht. Naja, man könnte jetzt hier auch noch rasten und das alles wieder auffüllen. Machen wir, glaube ich, noch gar nicht.
Okay. Mal hier hoch. Okay, hier geht's nicht so weit hoch. Okay. Zwei Wege. Ist doch irgendeiner damit. Ach da! Wieder eine Brandbombe von oben. Ja, also wir können da reinrennen, den Typen killen. Wahrscheinlich tun. Wir locken ihn raus. Oh, lauf, 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 lauf. So. Da kann ich auch plündern in den Sack. Plündern wir den nochmal. Rundschild, okay. Jetzt müssen wir noch da reinkommen und den Typen auch noch da drin killen, würde ich sagen. Sonst wird es schwierig, hier durchzukommen, glaube ich. Hier liegt auch noch irgendwas, ne? Ich muss auch da hin. Komm, wir laufen mal durch. Sollen wir hinter uns herlaufen? Komm her. Wie gefährlich gegen euch. So. Können wir was trinken? Okay, aber unten habe ich einen gesehen. Da müssen wir noch mal in die Hütte reingehen. Da lag, glaube ich, irgendwie so ein Aeopay noch draußen rum hier. Hat ihn gar nicht gesehen, da. Holzschild, okay, nehmen wir auch mit. Nehmen wir noch rum. So, wir haben ja noch 4 von den Estus-Flakons. Haben wir 10 Stück von bekommen am Anfang. Und die laden sich immer wieder auf, wenn ich raste an dem Feuer. So, zumindest habe ich es jetzt in Erfahrung gebracht gerade. Wir gehen mal hier rein. Der Gegner sollten ja jetzt hier gar nicht sein, ne? Hier so eine Tür, kann ich auch machen? Natürlich nicht, von dieser Seite natürlich nicht. Wir öffnen natürlich das ganze Feuer von da oben. Frage, wie wir da hinkommen, ohne getroffen zu werden. Testen mal. Okay. Kann man überraschen, dass er da war. Das sind jetzt so Absperrungen, damit ich ja nicht rüber kann? Okay. Oder das ist eine Balkonbrüstung, okay. Hier haben wir eine Truhe. Eine Feuerbombe. Nimm mit. Kann ja nicht so schlecht sein. Gut. Schwarze Feuerbomben. Hier kommen auf jeden Fall nicht weiter. Ist auch nicht so schlimm. Gehen wir nochmal raus. Die Übersicht ist ab und zu ein bisschen schlecht, finde ich. Oh, da sind 3. Wollen wir versuchen, eine Feuerbombe zu werfen? Machen wir mal. Das ist so blöd, wenn man dann in dieses Menü nicht rausgegangen ist. So ein bisschen gearscht. Oh. Na hauen. Hör auf! So. Da wieder was? Noch einer, ich weiß nicht, wie viele Feuerbomben Heinis hier noch sind. Die noch anlocken da irgendwie? So. Inne.
Wahrscheinlich da oben drauf. Okay, es sind drei Leute. Das schießt doch enger mit dem Feuerdings auf mich. Direktor! Schnell! Trink was, trink was! Trink was! Nein! Okay. Trink hier unten was. Egal. Trink was. Okay, wir haben ja schon ein paar gekillt. Ah, ist, man ist immer Bammel, dass man gleich stirbt, ne? Man hat so einen Bammel, dass man die ganze Zeit stirbt. Das ist echt schlimm. Zum Aufsammeln hier was? Da ist noch einer auf dem Turm, den müssen wir uns auch holen. Man kann auch hier hinten längs gehen, ne? Sehe ich gerade. Oder kann man auch runterspringen? Ich weiß es nicht. Ah, lassen wir es mal lieber. Gehen wir lieber hier runter. Oder lebt noch da unten? Kam noch hinterher gerannt, der Sack. Okay, wir können jetzt hier diese Feuerbomben nehmen. Und die mal da runterwerfen. Guck mal. Okay, das macht jetzt gar nichts. Ich wollte die eigentlich gar nicht alle verbraten, aber es ist jetzt auch weg. Höhlenschild. Das ist eine Truhe. Ich komme zu der Truhe. Wie kommt man denn zu dieser Truhe? Na, gucken wir mal. Wahrscheinlich den Turm, den Typen auf dem Wachturm ankillen. Jetzt einfach mal. So. Kannst mal einen Bogen fallen lassen. Hätte ich auch mal einen Bogen. Okay. Uha. Wenn wir durch diese Tür hier gehen, dann kommen wir wahrscheinlich auch zu diesem... Kriegen trotzdem das letzte Ding. Voll zu machen. Bloß eine Scheiße. Okay, aber da hätte ich mir vorstellen können, man da wahrscheinlich durch kann und dann hier unten runter. Aber bestimmt. Und hier kann man auch nochmal runter. Wie geht's denn hier hin? Er sieht aber nicht freundlich gesinnt aus. Lassen wir nochmal ein bisschen in Ruhe. Können wir sie natürlich anschleichen und hinten niederstrecken. Aber weiß, ob das klappt. Mein Glück natürlich nicht. Oh. Er will doch garantiert die Kiste da runterwerfen. Oh. Assi. Über meinen Streitkolben. Hängt da mehr fest hier. Guck mal, was für eine Klammeraffe. Okay, pass auf, wir gehen jetzt noch nicht rein. Das ist mir zu gefährlich alles. Wir sind nämlich gerade so weit und haben irgendwie nichts übrig. Das heißt, wir werden jetzt zu diesem Feuer gehen und uns einmal entfachen. Dann sind die Gegner natürlich wieder da, aber wir haben dafür dann auch ganz viele neue Sachen. Machen wir jetzt. Das ist mir sicherer. So. Wir sind noch recht weit gekommen.
Vorsichtig, aber weit. Und es hat ja Spaß gemacht, das ist wichtig. So, hier ist das Feuer. Kann ich euch mal zeigen, wie man auch jetzt nach oben kommt. Bevor wir das machen, also bevor wir uns nach oben leveln, zeige ich euch nochmal was. Dann geht man nämlich hier rein und sucht sich die Seelen aus. Und die können wir jetzt benutzen. Oh, drei? Drei habe ich. Ich benutze alle drei. Jetzt habe ich 600 Seelen dazu bekommen. Das heißt, es sind, glaube ich, zwei Erfahrungspunkte oder zwei Punkte, die wir nehmen können. So. Aufsteigen wollen wir. Und wir nehmen einfach mal... Oh, guck mal, wir nehmen gerade mal einen Punkt hin. Was nehmen wir denn mal? Also, Beweglichkeit habe ich schon recht hoch. Berge. Vitalität wäre auch nicht verkehrt, ne? Wir machen aber trotzdem mal die Stärke. Beziehungsweise... Huch. So, Stärke ist deutlich besser. Stärke machen wir. So, es sieht jetzt, brauchen wir noch ungefähr 600 Punkte, um überhaupt mal wieder aufzusteigen. Werden wir uns auch bestimmt gleich noch holen. Aber erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.